So, was ihr hier seht, ist eines meiner QNAP-Nässe mit einer großen Zahnlücke. Wie ist es dazu gekommen? Ich habe eine Meldung in meinem Nest bekommen, dass der Schwellwert für Bad Plugs überschritten ist. Und zwar ist das so eine Smart-Überwachung, die Festplatten Intus haben. Und dort kann der Hersteller eben Schwellwerte setzen. Und wenn zu viele Bad Plugs auftreten, also scheinbar Hardware-Defekte auf der Platte, die nicht mehr beschrieben werden können, halt Blocks, oder nicht mehr richtig ausgelesen werden können. Wenn da ein Schwellwert überschritten ist, dann gibt das eine Alarmierung. Das kennt man von normalen PCs, zum Beispiel im BIOS kann man solche Smart-Überwachungswerte auslesen. Bei QNAP NAS wird es dann halt direkt in der Oberfläche angezeigt. Jetzt ist die Frage gewesen bei mir, was mache ich jetzt? Ich habe ein RAID 5. Ein RAID 5 ist ja erstmal keine Sicherung, will ich gleich dazu sagen. Das ist mehr oder weniger ein Convenience-Feature, dass man halt jetzt weiterarbeiten kann, wenn eine Platte ausfällt. Also ich konnte jetzt weiterarbeiten, konnte auf die Daten auch weiterhin zugreifen. Die Platte habe ich einfach rausgenommen. Jetzt wäre die Frage gewesen, die ging ja noch. Das war nur eine Warning, kein Error. Also ich hätte die ja auch drin lassen können. Ich habe mir erst gedacht, naja, benutze ich halt bis zum Ende, bis sie komplett ausfällt, kaufe mir dann eine neue. Das wäre eine Option gewesen. Eine vielleicht schlechte Option, weil dann hätte ich riskiert, dass auch andere Platten schon ermüden und auch diese Fehler bekommen und ich dann wirklich Datenverlust gehabt hätte. Ich habe ja noch eine Sicherung. Nebendran steht noch ein NAS. Das hätte die ganzen Daten auch wieder zurücksichern können, das wäre auch kein Problem gewesen und selbst wenn das ausgefallen wäre, hätte ich noch in der Cloud eine Sicherung gehabt. Also mein Risiko war überschaubar, aber natürlich will man es auch nicht riskieren, dass da jetzt alle Platten dann nacheinander ausfallen. So, was habe ich also gemacht? Ich habe die Platte raus und habe mal geschaut, ob die noch Garantie hat, denn das sollt ihr auch bedenken, wenn ihr euch kompatible Platten kauft für so ein NAS, dann sind das oft ja NAS-Platten, man kann da auch normale Desktop-Laufwerke reintun, damit habe ich bisher aber eher schlechte Erfahrungen gehabt, da hatte ich auch schon einen Ausfall zu beklagen, kann man theoretisch machen. Aber das ist keine gute Idee, denn diese normalen NAS-Platten sind für Dauerlauf ausgelegt. Dementsprechend sollte man die auch verwenden. Was die halt noch als Vorteil haben, wie jetzt in meinem Fall, die haben statt halt 2 Jahre Garantie, habe ich hier eine eingeschränkte Herstellergarantie von 3 Jahren gehabt. Und ich bin kurz vor Ablauf dieser 3 Jahre gewesen. Mein Hersteller ist HGST gewesen. Das gehört jetzt mittlerweile zu Western Digital. Und man konnte dort einfach die Seriennummer der Platte eingeben und gucken, ob die noch in dem Garantiezeitraum ist. Und selbst wenn sie das nicht ist, kann man das mit einer Rechnung belegen, falls man die zum Beispiel so gekauft hat, dass sie immer noch drin sein müsste und vielleicht beim Händler einfach nur 3 Monate auf Lager gelegen hat. Bei mir war das kein Problem, die Garantieabfrage war grün, ich konnte die also direkt einschicken. Vorsicht hier jetzt, da hat der Hersteller ganz wilde Verpackungsvorstellungen. Also man muss die unbedingt in so einer ESD-Hülle einschicken und darf dann zum Beispiel keine Styroporkügelchen oder sowas nehmen. Schaut euch das mal an, da verlinke ich euch das nochmal, das habe ich wahrscheinlich eingehalten, sonst hätte ich die neue jetzt nicht hier liegen. Ja, wie lange dauert diese Laufzeit für den Austausch? Ich habe die montags eingeschickt, heute haben wir Dienstag, also eine gute Woche hat das gedauert, bis die neue dann tatsächlich bei mir war. Es steht auch da, dass man eine gleichwertige bekommt oder vielleicht auch eine bessere. Es kann also sein, dass man nicht genau die kriegt, die man eingeschickt hat, einfach weil es die nicht mehr gibt zum Beispiel. Und die bereiten die auch wieder auf beim Festplattenhersteller, also die kann auch aus Ersatzteilen zusammengesetzt sein, refurbished sozusagen. Aber immerhin alles besser als eine kaputte Platte. Das heißt also, das könnt ihr euch merken, auch bei einer Warning ist es schon möglich, die dann für die Garantie einzuschicken. Mein Gefühl da bei der ganzen Sache war auch, das kann ich jetzt nicht wirklich belegen, aber geprüft werden die, glaube ich, auch gar nicht. Die gucken nur, ob die vernünftig verpackt waren, einigermaßen funktionsfähig sind, ob die da jetzt genau gucken, welche Fehlermeldung da aufgetreten ist und eine Analyse machen, kann ich mir jetzt bei der kurzen Zeit, wo die retourniert wurde, auch nicht vorstellen. Auch wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen gelesen hat, hat sich da so angehört, ja, wir gucken, dass die eingegangen ist, das kann man auch in diesem RMA-Fall gut nachvollziehen und dann schicken wir eigentlich gleich eine neue raus. Das hatte mir also nicht den Eindruck gemacht, als wären da jetzt kompliziert Analysen über die Festplatten gefahren. Ob der Fehler bei euch liegt, ob der Fehler so tragisch ist, dass das für eine Garantie zugelassen ist. Aber ja, beschwören kann ich es nicht. Vielleicht denken die auch kurz an so ein Diagnoseprogramm an und schauen sich das an. Also kann ich jetzt nicht endgültig sagen. Ich baue die jetzt mit euch zusammen ein. So ist sie jetzt gerade eben frisch angekommen. Das werde ich mir auch aufheben für den nächsten Garantiefall, weil das ist nämlich genau das, was sie bei der Verpackungsverordnung empfehlen. Die ist jetzt in dieser ESD-Hülle drin. Jetzt ist die Frage, ja, da ist eine Lasche zum Aufreißen. Die werde ich aber nicht benutzen. Die ist nämlich, kann ich euch das zeigen, hier ist die Lasche und hier oben ist der verschweißt. Wenn ich die jetzt hier abschneide per Schere, habe ich es ein bisschen komfortabler, wenn ich das nächste Mal eine retournieren will. Genau, so Schere habe ich da. Jetzt schneide ich die hier einmal auf. Ich prüfe jetzt nochmal kurz die Angaben. 4 Terabyte in Thailand gemacht, ja schön. Scheint wirklich die NAS-Festplatte zu sein, die ich auch vorher drin hatte. Also bei mir sieht das jetzt auch mit Seriennummer so aus, als hätten die mir wirklich die gleiche nochmal geschickt. Deskstar NAS heißen die. Okay,
Ich schraube die jetzt in meine Halterung rein und ihr bekommt eine Zeitlupe. So, das ging relativ flott, also einfach nur hier reingeschraubt in die Halterung und jetzt setzen wir die wie gewohnt ein. Das NAS läuft übrigens und wir schauen dann natürlich am PC auch nochmal, was dann genau passiert. Oder am NAS genauer gesagt. So, ich schiebe die hier rein, raste die hier ein, so. Ich werde es jetzt anlaufen. So, ja. Ja, jetzt geht's los. Also, ihr habt's gehört. Warum habe ich euch das Mikrofon jetzt hingehalten? Ihr habt erstmal das Piepsen gehört und ihr habt das Rattern der Festplatte gehört. Und ja, Kamera kann ich jetzt einmal ausmachen. Ihr seht jetzt nur noch ein Standbild. Und ich wechsle mal an den PC mit euch. So, ihr habt die Geräusche gehört, die das von sich gegeben hat. Jetzt bin ich wieder auf meinem NAS hier. Und oben sehen wir schon so ein bisschen was blinken oder ja, aufleuchten zumindest. Hier oben haben wir dann einmal ein Background Task, also eine Hintergrundverarbeitung, die da vonstatten geht. Und zwar Raid Group Rebuilding. Das fand ich bei QNAP ganz nett, dass einfach das Reinschieben einer Festplatte mit der gleichen Größe ausreicht. Und ohne dass ich jetzt manuell irgendwas tun muss, der fängt sofort an, sein Raid wiederherzustellen. So, wie lange dauert das? Naja, das waren jetzt bei mir 4 Terabyte. Diesen Angaben würde ich da nur bedingt trauen. Während ich das aufnehme, weiß ich auch noch gar nicht, wie lange das jetzt am Ende dauert. Ich werde euch auf jeden Fall mal sagen, wie lange es am Ende gedauert hat. Was man auch schön beobachten kann während dieses ganzen Rebuilds, ist die CPU stark beansprucht und das wird jetzt auch für die nächsten Stunden vermutlich so bleiben, solange dieser Task eben da vor sich hinläuft. Wir hören uns dann wieder, wenn der ganze Spaß abgeschlossen ist. Ja, wie ihr hier jetzt sehen könnt, hat es ungefähr 13 Stunden gedauert, das RAID 5 wieder aufzubauen, um diese Daten einschätzen zu können. Ich habe die Hardwareverschlüsselung an und hier oben ist auch die Used Capacity, das ist ungefähr die Hälfte meines verfügbaren Speichers, ist hier genutzt. Also 5,68 Terabyte ist in Nutzung. Ja, und wie gesagt, RAID 5, 4 Platten. Und das hat dann 13 Stunden gedauert. Ging relativ flott, wie ich finde, ist ja auch nur ein kleiner ARM-Prozessor drin. Habe ich jetzt also nicht viel auszusetzen. Damit ist jetzt diese Odyssee mit meiner kaputten Festplatte ja beendet. Deshalb an euch auch der Hinweis, NAS-Festplatten kaufen, kompatible kaufen und immer auf die Garantie achten. Und in diesem Fall bei Western Digital oder auch wenn ihr das woanders einschickt, schaut euch an, wie die verpackt sein muss. Nicht, dass die euch dann die Garantie ablehnen.